Ich gehe spazieren. Unbekanntes Terrain. Wälder zunächst, dann Felder. Auf einmal ein Paar. Er durchzieht den Acker. Breit ist er und voller Wasser. Ohne Brücke komme ich gar nicht rüber. Gräben können auch Familien durchziehen, Geschwister voneinander trennen, Eltern von Kindern und umgekehrt. Unüberbrückbar scheinen sie manchmal. Und je länger sie bestehen, desto tiefer graben sie sich. Es müsste nur einer sein, der den Anfang macht. Den ersten Stein vielleicht zu einer Brücke setzen. Und da ist einer, erzählt uns die Bibel heute. Einer, der in Gottes Namen und durch seine Liebe befähigt, Gräben überbrückt. Der uns darin fragt, was riskierst du eigentlich, wenn du es probierst? Und er motiviert uns. Auch wir könnten das. Sagt uns der Wochenbedenkvers aus der Bibel heute, könnten aus den Steinen, die uns in den Weg gelegt werden, Brücken bauen und über die Brücken der Liebe gehen, die Christus gebaut hat in dieser Welt zwischen Mensch und Gott und darum auch zwischen Mensch und Mensch. Text für den heutigen Sonntag reminisziere ein Bild aus Worten, wie ja so manchmal die Bibeltexte so sind. Und es empfiehlt sich, einmal vielleicht die Augen zu schließen, damit die gehörten Worte bunter in die Seele fallen, die Bilder erzeugen können, die sie bewirken möchten. So hört einmal genau zu. Jesaja schreibt und erklärt und zeichnet eine Erfahrung von ihm nach, wenn er erzählt: Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um, entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass dieser Weinberg gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer und Frauen Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was soll man noch mehr tun an meinem Weinberg, als ich getan habe? Warum hat er schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, er brächte gut? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit diesem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel.
und die Männer und Frauen Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Und so sei Gnade mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird in Ewigkeit. Amen. Tag 1. Hacke, Spaten, Sonne, Hitze, viel Schweiß, Steine, Schlepperei, Schinderei. Tag 2. Das gleiche Programm. Morgens bis abends wie auch Tag 1. Tag 18. Wieder wie Tag 1. Und wie auch die Tage danach bis jetzt. Und was jetzt kommt, ist etwas Besonderes. Pflanzen. Eine wunderbare Weinpflanze nach der anderen. Sorgfältig, mit viel Liebe, Erde anhäufeln, gießen, warten, wieder gießen, wieder warten, auf Regen hoffen. Darauf, dass die Pflanzen anwachsen, geduldig bleiben und immer wieder pflegen, Steine schleppen. Sonne, Hitze. Und dann, nach Jahren, Herbst, Erntezeit. Lohn für die viele Mühe, den vergossenen Schweiß. Aber, pfui, was ist das denn? Die Trauben sind gar nicht zu genießen. Sie haben überhaupt nicht die Süße, die sie haben könnten. Was ist da los? An mir liegt es doch nicht. Ich habe alles gegeben, alles getan. Für einen Moment stelle ich mir Gott wie einen Weingärtner vor. Es fällt mir nicht schwer. Ein guter Freund von mir ist Winzer tatsächlich von Beruf. Ich weiß, mit welcher Hingabe er in seinen Weinbergen seiner Arbeit nachgeht. Weiß, mit wie viel Liebe er jede einzelne Pflanze tatsächlich pflegt auf den Hügeln, die er schon von seinen Eltern geerbt hatte. Weiß um die Sorgfalt, mit der er sich kümmert, schläft oft genug, nachts schlecht. Und ich erinnere mich an die Stunden, an denen ich selber einmal bei der Weinlese war, stelle mir vor, wie groß die Enttäuschung dieses Weingärtners sein muss. Ihr könntet so süß sein, aber ihr seid so sauer. Kaum zu genießen. Sehe Gott vor mir, wie er eben noch stolz auf seine Arbeit war, alles gegeben hat, um gute Früchte zu ermöglichen. Wie stolz und verliebt er in seinen Wein ist. Und nun ein einzig riesengroßes Fragezeichen in seinen Augen. Und eine Wut aus Liebe. Alles ist doch da. Und trotzdem. Wenn man Gott einmal menschlich denkt, dann kann man sogar diese Enttäuschung. Ich kenne dich doch, weiß, du kannst viel mehr, du bist gut. Kann ich diese Enttäuschung verstehen? Dieses, mit deinen Gaben könntest du und es gäbe keine Grenzen, gut zu sein, süß zu sein, sei es. Ich denke dieses Bild in meine Wirklichkeit weiter. Du Regierungschef an oberster Stelle bestimmt dazu, ein wundervolles Volk zum Frieden zu führen. Aber statt das zu tun, gute Frucht zu bilden, sind es bittere Früchte, die du hervorbringst und andere schlucken müssen. Du hättest den klaffenden Riss zwischen Arm und Reich mindern können, hast stattdessen Zwietracht gesät, Zweifel bewirkt. Ich denke den Duktus des heutigen Predigtextes in mein Umfeld. Du Konfirmand, wunderbares Geschöpf, mit wundervollen Gaben, einzigartig. Du kannst so viel Schönes und Gutes und stattdessen zweifelst du, schaust auf ein Foto von mir und sagst, der Bauch könnte flacher sein, statt, yay, was für schöne Augen, klare Sicht, die so vieles entdecken.
Und du hast eine Stimme, mit der du deiner Mutter Worte der Anerkennung sagen kannst. Hast so wunderbare Ohren, die selbst Zwischentöne hören. Setz sie ein. Gebrauche deine starken Hände dazu, anderen zu helfen. Hast einen blitzwachen Verstand. Und du, Gemeindeglied desgleichen. Gemeinsam können wir uns um die Schwachen kümmern, die Traurigen trösten, die Mutlosen ermuntern durch unser Vorbild und indem wir sie mitziehen. Denke auch an mich selbst natürlich. Ja, ich könnte noch aufmerksamer sein für andere, verstecke mich oft und fliehe die Verantwortung, die ich tragen könnte. Bin manchmal feige, könnte hin und wieder noch mutiger und entschiedener eintreten gegen Unrecht und für die Wahrheit. Des Herrn Zebaoth Weinberg? Aber ist das Haus Kirche und die Menschen seine Pflanzung? Wenn jeder nur ein wenig mehr noch, beziehungsweise überhaupt seine Gaben in den Dienst des Guten stellt, viele kleine Schritte, die zusammen etwas Großartiges bewirken. Wir könnten so süß sein und sind oft so sauer. Jammern über Überregulierung und Impfstoffprobleme und könnten so dankbar dafür sein, dass überhaupt da ist, dieser Impfstoff, und für das Dach, das einfache Dach über dem Kopf, das nicht hungern müssen, wie anderswo durchaus noch möglich. Und dass es in Afrika noch nicht mal genügend Wasser gibt zum Händewaschen, könnte uns lehren. Liebe Gemeinde, die Passionszeit, die wir vom Kirchenjahr her gerade jetzt haben, die Bedenkzeit des Leides und des Leidensweges Jesu, viele bringen die Fastenzeit in Verbindung mit Verzicht, mit Entsagung und besetzen sie mit negativen Gefühlen, empfinden sie einfach nur als Spaßbremse, erklären sie in einer Non-Prophezeit als eine Zeit, die man gut vergessen könnte, überspringen könnte, warum nicht gleich in die Party? Ich glaube, dass trotzdem diese Zeit eine wichtige ist und gute. Wie der Winter ist sie eine Klärungszeit. Alles wird ein wenig ruhiger, ja, verlangsamt sich weniger. Vieles ist da nicht mehr im Überfluss. Aber man merkt im Winter deutlicher, wie sehr die Wärme gut tut. Merkt, wie sehr wenig selbstverständlich es ist, Nahrung zu haben. Früher noch sehr viel deutlicher zu spüren. Die Kraft dieser Zeit wächst aus dem unmittelbaren Spüren und Begreifen, was ist eigentlich wirklich wichtig zum Leben. Mit wie viel kommst du aus und was hast du längst und brauchst gar nichts anderes mehr. Und darin liegt für mich die Verbindung zu dem Predigtext heute. In meinen Worten vielleicht gesagt, aber im Duktus des Jesaja, du weißt es doch, an einem Geschenk ist nicht die Verpackung das Entscheidende, sondern der Inhalt. So verschwende nicht so viel Zeit auf das Styling, das Outfit. Du bist doch auch ohne das Glitzern dir kostbar und unverwechselbar, weil du lieben kannst und hoffen kannst. Tu das. Du kannst so süß sein. Aber dabei ist doch nicht an deine neuen Pumps gedacht oder die kleidsame Krawatte. Du bist eine kostbare Pflanze in Gottes Garten und du bist bestimmt dazu, gute Frucht zu bringen. Du kannst es. Erlebe das Glück, das du anderen bereiten kannst und wie es erfüllt, wenn einer zu dir sagt, ja, du warst mir sehr wichtig. Du hast mir wirklich geholfen, mich gestärkt. Mein Gott, bist du süß. Spür die Kraft und was die mit dir machen kann.